Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zurück zu einem neuen Video. Und zwar gibt es Neuigkeiten, was die Yamato betrifft. Das Ganze war jetzt auf Englisch, ich habe es jetzt für euch extra auf Deutsch und dann werden wir auch das Ganze mal durchlesen. Und zwar, Yamato, was zu erwarten ist. Liebe Legenden, die Yamato macht ihre Jungfernfahrt noch in diesem Jahr zu einem besonderen Ereignis. Am 30. Dezember ist die Mission Riese des Meeres verfügbar. Sie besteht aus 6 Schritten, von denen 3 zum Sammeln von Credits, insgesamt 3.250.000, und 3 weitere zum Sammeln von XP, 10k Schiffs-EP, 10k Kommandanten-EP und 1000 Free-XP sind. Abhängig von ihrem Setup und ihrer Ausdauer wird diese gesamte Mission zwischen 25 und 50 Gefechten dauern. Daher wissen wir, dass die Anzahl der Yamatos am 30. Dezember unbedeutend sein wird. Aber im Januar kann es schon ein Yamato-Fest werden. Sobald Sie die Mission beendet haben, liegt es an Ihnen, die Yamato zu befehlen. Denken Sie jedoch daran, dass jeder Kampf mit dem Riesen ein Drachentoken verbraucht. Drachentoken werden für die täglichen Anmeldungen sowie für die Erfüllung der täglichen Boost-Missionen gesammelt. Zusätzlich können Sie bis zu 3 Drachentoken pro Tag aus dem Laden holen, die jeweils 125 Dublonen kosten. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht mehr als 5 Token pro Tag sammeln können, aber Sie können jeden Betrag, den Sie auf Vorrat haben, mit der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit ausgeben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass es sich bei den Kämpfen nicht ausschließlich um Yamatos gegen Yamatos handelt. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung des Matchmaker. Während du mit oder gegen die Yamatos kämpfst, machst du die Mission Überwältigende Kraft, die wiederum die Sakura-Münzen vergibt. Diese können dann in der Admiralität für verschiedene Waren ausgegeben werden, die wir mit der Patchnote enthüllen werden. Dort werden auch weitere Informationen zu Sakura-Münzen angeboten. Nun zum Matchmaker. Yamato ist unser erstes legendäres Schiff. In diesem Fall ersetzt sie 3 andere Schiffe auf dem Schlachtfeld und ermöglicht folgende Matchmaking-Situationen. 6 Schiffe plus Yamato gegen 9 Schiffe, 6 Schiffe plus Yamato versus 6 Schiffe plus Yamato, 4 Yamatos gegen 4 Yamatos auf bestimmten Karten, Epicenter-Modus inklusive. Asymmetrische Kämpfe sind nur im Standardmodus möglich. Die Ersatzregeln sind darauf zurückzuführen, dass wir möchten, dass sie die Macht spüren, wenn sie die Yamato befehlen, sie unterstützen oder gegen sie kämpfen. Daten, die wir während dieser Aktualisierungszyklus sammeln, werden für die zukünftige Implementierung der legendären Schiffe von entscheidender Bedeutung sein. Ja, es wird noch mehr geben. Wir möchten auf jeden Fall, dass Sie Spaß haben, aber bitte behandeln Sie diese Veranstaltung als einen groß angelegten Test. Die Veranstaltung wird bis zum nächsten Update am 3. Februar dauern. Dann verlässt der Yamato, eigentlich müsste jetzt die Yamato heißen, da habe ich es ein bisschen falsch geschrieben, ihre Häfen, um später im Jahr zurückzukehren und Teil des Ökosystems zu werden. Ja, das ist jetzt im Prinzip alles, was ich euch zu Yamato sagen kann. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und war auch hilfreich, das, was ich euch jetzt eben auch dazu sagen konnte. Und dann dürft ihr gerne was in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob euch das soweit gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo und wir hören uns im nächsten Video.